Moin meine werten Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder einen Podcast, der kam eine verdammt, verdammt lange Zeit nicht mehr. Aber worum geht es heute eigentlich? Erstmal will ich euch erklären, wieso im Hintergrund Portal kommt, dann was ich für Projekte geplant habe in nächster Zeit und allgemeine Fragen und dann gibt es noch einen kleinen Hauptthema, worüber ich sprechen will. Und der liebe Kartongi ist auch mit mir hier. Guten Tag. Also, erstmal, wieso ist jetzt eigentlich Portal genau im Hintergrund? Nun ja, das Ganze ist eigentlich so. Ich wollte ein paar Portal aufnehmen. Das war vor circa einer halben Stunde. Hab dann bemerkt, die Audio ist viel zu laut. Habe dann gedacht, ich editiere das halt runter. Aber dann habe ich den gesamten Game-Sound in-game nochmals auf gefühlt 50% lauter gemacht. Und das macht es nicht mehr möglich. Und ja, deswegen gibt es das jetzt stumm im Hintergrund. Das ist eigentlich so auch so der Grund, weshalb genau dieser Podcast kam. Nun ja, aber was für Projekte sind sonst noch in nächster Zeit geplant? Wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, zum Beispiel ist auch das Geometry Dash Projekt komplett verschwunden. Das liegt daran, das Game ist nicht mehr machbar für mich. Also die Level sind zu schwer geworden. Und deswegen kam das nicht mehr. Aber Projekte gibt es natürlich immer noch Half-Life, das ich noch beenden will. Das kommt auch bald. Und dann nach Portal 2 kommt Hogwarts Legacy. Ein Spiel, auf das ich schon lange warte. Und sonst Projekte habe ich auch ein Minecraft-Projekt geplant. Egal ob jetzt Streaming oder Video, habe ich für beides ein geiles Projekt. Und in Livestreams machen wir jetzt gerade die ganze Harry Potter-Serie durch. In Lego. Und ja, dementsprechend sind es so alle Projekte für die nächste Zeit. Und ja, ich würde mal sagen, wir kommen noch ganz kurz zu den Fragen. Ich habe so drei Hauptfragen gekriegt. Denn die anderen sind so Fragen, die kannst du auch gut in einem normalen Video bearbeiten. Ja, ihr wisst. Beantworten, genau, das war das Wort. Aber nun gut, so, die erste Frage war, und die finde ich sehr interessant, ist: Wieso trägt eigentlich mein Minecraft-Skin einen Pullover? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Story dann das noch interessant. Denn mein Minecraft-Skin besteht ja aus dem Kopf, dann dem Pullover, seinen Hosen und den Schuhen. Der Pullover aber ist daraus entstanden, dass ich auf eine Minecraft-Webseite gegangen bin, einfach geschaut habe, was sind so die beliebtesten Skins aktuell. Habe ich dann gesehen, Junge, die haben so einen Pullover angezogen oder einen Hoodie, je nachdem. Und Jeans und halt so ganz normale Turnschuhe und habe mir dann gedacht, Digga, ich muss so einen Skin machen. Und das war vor 2 Jahren. Und ja, nach 2 Jahren brauche ich meinen neuen Minecraft-Skin. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr mir einen neuen Skin machen, mir den senden, Discord oder E-Mail, sollte beides irgendwo verlinkt sein. Und ich schaue mir die dann an. Und vielleicht kriegt euer Skin sogar einen Platz hier auf dem Kanal. Und ansonsten wird es dann halt eben meiner. Also ja, 2 Jahre ist eine lange Zeit. Aber nun gut, so. Und die anderen beiden Fragen, die ich noch habe, die sind vom Podcast selber noch gekommen. Und zwar war einmal die Frage, wo ich nicht verstehe, wieso, aber ob ich schon mal gegen meinen Schrank gepisst habe. Und naja. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich wüsste auch nicht, wieso. Also, wie komme ich denn dazu, überhaupt in meinen Schrank zu pissen? Also, wieso sollte ich? Weil die Toilette ist direkt neben meinem Zimmer, und zwar dort hinten. Ich weiß nicht, ob das man gerade in der Kamera sieht. Auf jeden Fall sehe ich dort hinten. Jetzt einfach an die Wand. Dort hinten ist die Toilette. Also, direkt neben meinem Zimmer. Deshalb nein. Auf gar keinen Fall. Und über einen PC nachgedacht, ist die nächste Frage. Habe ich schon oft.
Das Problem, das Geld. So, das waren so alle Fragen, aber trotzdem gibt es natürlich noch so eine Main-Theme, das in jedem Podcast gehört. Und zwar heute ist es, ist Social Media gut für uns oder ist es gefährlich? Und jetzt mal so mein kleines Vorstatement, das habe ich glaube auch schon ein paar Mal gesagt, ist, ich bin an für sich der Meinung, Social Media ist gut, solange es man in einem geordneten Maße benutzt und sich wirklich vorsichtig benimmt. Aber was ist denn so deine Meinung, Katungi? Ja, also man kann ja, wie soll ich das sagen, Datenraub, ja, oder man kann Infos bekommen, man kann schöne Bilder sehen, Videos angucken für die Unterhaltung oder einfach mit Leuten schreiben, so wie bei Discord. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich, das verstehe ich. Aber nun gut, würden wir jetzt mal sagen, Social Media ist jetzt in einem wirklich großen Rush gefährlich zu werden. Was sollten wir am besten tun, um es aufzuhalten? Vielleicht viele Social Media, die man nicht so viel braucht, einfach löschen. Guter Karl, guter Karl. Also meine Meinung wäre zuerst mal, bevor man die Sachen löscht, erstmal schauen, was ist denn das große Problem oder was lässt es ansteigen? Dann sagt man halt so, ne, dass das ist mal verboten wird, das was es ansteigen lässt, damit schon mal wieder sinkt und dann lässt man das halt einfach wieder langsam normal werden lassen und sollte das nicht klappen, dann löscht man es erst. Ja, etwa so. Zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich auch so ein interessantes Video gesehen. Da hat sie eben erklärt, so der gesamte TikTok-Algorithmus, so in kurz. Und das habe ich so verdammt interessant gefunden. Ich dachte mir so, ja, gut, klar, TikTok hat schon guten Algorithmus und so, der ist schon stark und so. Aber ich wusste nicht, wie stark der wirklich ist. Also der Algorithmus ist wirklich so, du schaust dir vielleicht so 10, 20 Videos an. Der Algorithmus weiß, was du willst. Zum Ja. Beispiel, sie haben, glaube ich, 100 Bots gemacht mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Da waren Depressive, da waren Aufgedrehte, da waren Gaming, Tanzen und so weiter. Da waren also wirklich alles mit dabei und was mich schockiert hat, ist halt wirklich, vor allem bei Leuten, die depressiv sind, ist der Algorithmus verdammt schnell. Da waren vielleicht 10 Videos nach, kamen nur noch depressive Videos. Ey, das hat mich so gewundert. Und was mich auch schockiert hat, ist, TikTok hat, das kann man zwar ausschalten, aber TikTok hat eigentlich 24/7 Zugriff auf dein Mikrofon. Stimmt das? Also, soweit ich das gesehen habe, ja. Also, jetzt nicht. Oha. Wenn die App aus ist, dann schon nicht, aber solange die App an ist, hat es einfach Zugriff auf dein Mikro. Dann, Oha. weil das ist so, dann kann der Algorithmus sehen, wie du auf bestimmte Videos reagierst und kann dann sagen, ey, das gefällt ihm und das gefällt ihm nicht. Mit der Lache kann er das einfach identifizieren, ob du das magst, ob du das Ja. nicht magst. Und das war Ja. so, what the fuck? Das war unglaublich, als ich das gehört habe. Wieso bist du jetzt stumm? Ich bin nicht stumm. Aha, sorry. Kein Problem, kein Problem. Wie würdest du einmal Jugendlichen, die jetzt neu gehen auf Social Media, wie würdest du es machen? Würdest du einfach sagen, dass sie unbegrenzten Zugriff haben dürfen oder würdest du sagen, man soll Schritt für Schritt sie auf Social Media bringen? Dein Audio hat gerade gestockt. Ich habe dich nicht richtig verstanden.
Oh, das tut mir leid. Aber nee, ich habe gesagt, würdest du sagen, dass man, wenn man jetzt einem Jugendlichen ein Handy schenkt, egal was jetzt, nicht, dass man jetzt ihm sagt, so, ey, du darfst auf Social Media, aber nur Schritt für Schritt, also zum Beispiel einmal 5 Minuten ist jetzt untertrieben, aber vielleicht einmal 20 Minuten und dann geht man immer weiter mit 30, 40, 60, 2 Stunden und so weiter. Oder würdest du sagen, ja, einfach direkt unbegrenzte Zeit auf Social Media? Ich würde zuerst so 1 Stunde und dann vielleicht mit 14 Jahren noch so die Zeitbegrenzung aufheben. Ja, das ist eine gute Idee. Also was ich auch noch machen würde ist, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht so, als wäre ich so übervorsichtig, aber ich würde ganz ehrlich noch so diese, also manchen Apps gibt es ja diese Kindersicherung, dass nichts irgendwie Schlimmes passiert, würde ich auch noch einschalten. So bis sie wirklich verstehen, was man machen sollte oder darf und was nicht. Ja, Also. das würde ich nicht machen, weil wenn die Jugendlichen ein Tutorial anschauen wollen über irgendetwas und das ist nicht bei YouTube Kids gelistet, können sie das nicht angucken. Das ist ein guter Punkt. Oh ja, stimmt. Aber kann man nicht auch so sagen, so was genau gesperrt werden soll und was nicht? Ich hab da. Also man kann ja Altersbegrenzungen anmachen. Genau, die Altersbegrenzung. Stimmt. Was wäre denn so dein Plan, wie man am besten, wirklich am allerbesten mit Social Media, wenn man jetzt die Begrenzung weg hat und jetzt denkt sich so das Kind, ich möchte das Social Media irgendwie etwas machen. Was wäre deiner Meinung nach der beste Plan, wie man anfängt? Ja, also bei zuerst, wenn man mit TikTok anfangen möchte, könntest du mega gepusht werden. Aber das Problem ist ja dort, die folgen dir und schauen danach vielleicht nie wieder auf dein Profil. Und da hast du eigentlich keine aktiven Zuschauer. Das ist bei YouTube anders, weil macht man dort bei einem Video viele Abonnenten, weil den Leuten gefallen hat und sie vielleicht wieder auf deinen Kanal zurück. Ja, das ist auch. Also eher mit YouTube würde ich sagen. Ja, also ich bin auch mehr auf die Seite von YouTube. Und Und was mich auch überrascht hat, ist, wie viele Leute, egal ob jetzt, wo man jetzt ist, habe ich wirklich gesehen, dass wirklich die meisten Jugendlichen TikTok haben. Aber viel weniger haben YouTube. Und das hat mich so überrascht, weil ich dachte mir so, man geht doch eher auf YouTube als auf TikTok. ja, das ist bei mir eigentlich auch. Und bei Instagram, da ist es eigentlich sehr schwer, an Follower zu kommen. Das ist auch wieder, weil es ist ja nicht für jede Social Media Plattform genau dasselbe Algorithmus. Derselbe Algorithmus. Zum Beispiel bei TikTok habe ich dir ja gesagt, der geht ja eher auf die, glaube ich, die Hashtags ein. Dann YouTube geht, glaube ich, eher auf den Typen, also ne, dieser kleine Tag von Gaming, Unterhaltung, Musik, Sport, Comedy und so. Die haben das ja so eingesetzt. Und bei Instagram geht es ja, glaube ich, auch wieder über die Hashtags, aber da geht es, glaube ich, weniger intensiv auf die genauen Hashtags. Ja, also mit Discord kann man ja auch eine Community aufbauen, Genau. mit Partnerschaften und so. Ja, das habe ich auch bemerkt. Also ich habe ja selber ja auch einen Discord-Server, da bist du ja auch, glaube ich, Mitglied, weiß gerade nicht genau. Und das habe ich auch schon dort ein paar Mal gesehen, dass du Partnerschaft haben kannst. Und ja, es ist halt einfach so, du brauchst halt, glaube ich, 4000 Mitglieder, glaube ich, dafür. Irgendwie so etwas. Nee, ich habe jetzt schon 7 Partnerschaften und die meisten sagen so 20 Mitglieder.
150 Mitglieder oder 100, 150, also das ist pro Server unterschiedlich. Ja. Also kann man schon mit einem kleinen Server Partnerschaft haben, aber er muss halt einfach auch ein Server-Team haben, das zuverlässig ist und ja, einfach auch gut ausschauen. Ja, da stimme ich dir auch zu. Und was ich auch noch anmerken möchte, bei, egal ob es jetzt Social Media oder TikTok, wollte ich gerade sagen, egal ob es jetzt Instagram, TikTok, YouTube oder so ist, möchte auch einfach sagen, dass wenn euch etwas nicht gefällt, möchte ich wirklich immer meine ehrliche Meinung geben, dann geht nicht in die Kommentare und schreibt dran, du bist ein was weiß ich was, sondern blockiert es einfach. Es gibt ja heute überall diese Möglichkeit, einfach Sachen zu blockieren. So, meine Meinung zu... Ja, eben. Meine Meinung zu haten ist halt wirklich, wenn ihr die Person nicht mögt oder das, was sie macht, dann gibt entweder das Verbesserungsvorschläge oder geht einfach, anstatt jedes Video anzuschauen und zu sagen, ey, du machst so scheiße Videos, verpiss dich, geh weg, ich will dich nicht. Ja. Das ist halt so, einfach so, wenn du versuchst, cool zu sein, aber dabei verfehlst. Da stimme ich dir zu. Meiner Meinung nach so, haten etwas okay. Das verstehe ich ja, dass man das nicht mag. Und ich sage ja auch nicht, dass du es nicht darfst, irgendetwas Schlimmes reinzuschreiben. Einfach nur so, dass es nicht so schlimm ist. Zum Beispiel, du darfst schon schreiben, ey, es gefällt mir nicht, hier, mach bitte, keine Ahnung, zum Beispiel, vielleicht das Spiel ein bisschen leiser oder red irgendwie ein bisschen mehr während den Videos, aber nicht so, du kleiner irgendetwas, deine Videos gefallen mir nicht, weil du nicht gut redest, weil du hässlich bist, weil, keine Ahnung. Einfach so schön nett haten. Oder auch wenn du ein Lied hörst von der Band. Ne, dann kannst du auch besser schreiben, ey, dieses Video gefällt mir nicht, aber so und so wäre es vielleicht doch noch cool. Ja. Weil ansonsten ist es einfach so unangenehm für die, die in die Kommentare gehen und auch wahrscheinlich für dich, weil es dir nicht passt. Also verstehst du, wie ich meine? Das ist auch wie bei den Kunstlehrern, die sagen, dieses Bild ist nicht gut, mach nochmal neu. Ja, aber dann weiß man ja nicht, was man neu machen muss. Oh ja, stimmt, Kunstlehrer sind so, ja, Leonardo da Vinci hat das in 5 Sekunden gezeichnet, wieso kannst du das nicht? Und ich denke mir so, halt deine Fresse, ich bin nicht Leonardo da Vinci und schon recht nicht kann ich gut zeichnen. Oder wenn man etwas zeichnet und etwas daran ist nicht gut, dann sag mir das doch. Wenn ich nicht weiß, was da nicht gut ist, weiß ich nicht, was korrigieren. Ja, eben. So, der Zeichenlehrer meint wahrscheinlich so, wir wissen genau, was er meint. Ich meine, zeig mir vielleicht auf dem Blatt, ey, diese Nase sieht nicht gut aus, könntest du den nochmal neu machen? Oder diese Beine sehen irgendwie dünn aus im Vergleich zum Oberkörper. Kannst du die nochmal ein bisschen verbessern, damit es ein bisschen realistischer aussieht oder so? Ja, etwa so. Dann weiß man, was man verbessern soll. Zum Beispiel, wir haben jetzt gerade aktuell einen Vertretungslehrer anzeichnen, weil der andere, glaube ich, irgendwie krank ist oder so, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat er uns so eine Aufgabe gegeben, so aus einem Stück Karton so irgendwie etwas zu machen, ne, so auszuschneiden irgendetwas. Oh, sorry, da kam gerade die Cola hoch. Und wir sollten dann so irgendetwas drauf zeichnen, egal was. Und ich denke mir so, ja, okay, gut, mache ich das halt, zeichne ich so ein bisschen was drauf, schneide das so vorsichtig aus, mal das so an, gebe ihm das so. Und dann kommt halt so der Lehrer und sagt so, nee, das ist so ein Scheißdreck, du machst das jetzt nochmal neu. Und ich frage ihn so, ja, was muss ich denn neu machen? Und er so,
Ja, das siehst du doch selber. Und ich denke mir so, meine Zeichnung sieht gut aus, ich weiß nicht, wo der Fehler ist. Frage ihn dann aber, was genau. Und er kommt dann so, ja, schau es nochmal genau an und du siehst es. Und ich denke mir so, ich habe kein diabolisches Auge, mit dem ich das sehen kann, wie du. Oder bei der Matheaufgabe hat man einen langen Rechenweg aufgeschrieben. Dann gehst du so zum Lehrer, fragst so, ist das so richtig? Dann sagt er, nee, da ist etwas falsch. Mach das nochmal neu. Und wenn ich da 3 Kilometer Zahlen aufgeschrieben habe, weiß ich doch nicht, was ich ändern muss. Aber da muss ich wirklich unserem Lehrer jetzt mal Props geben. Der ist nicht so, ja, das ist ja falsch. Wir können ihn wirklich fragen, okay, was war denn falsch? Dann schaut er sich das genauer an und sagt uns so, ja, hier zum Beispiel, dieser Bruch, den hast du falsch berechnet. Da hast du den Fehler gemacht. Bei unserem aktuellen Lehrer ist das auch so, aber die früheren Lehrerinnen waren nicht so. Oh. Da kommt mir gerade etwas in den Sinn aus der Primarschule. Also es war jetzt zwar nicht so. Okay, gut. Ich weiß, ich habe jetzt viele deutsche Zuschauer. Tut mir leid, wenn ich hier Primarschule sage. Ich bin aus der Schweiz und da ist es. Warte. Primarschule. Genau, die Primarschule. Und in Deutschland weiß ich nicht genau, was es ist. Und auf jeden Fall war es in der. Warte. 8. Klasse, genau. Mit dem Hamo-System ist es die 8. Klasse. Und unser Lehrer war aus irgendeinem Grund, als wir reinkamen, schon getriggert. Wir dachten uns so, haben wir etwas falsch gemacht oder hat er irgendwie Probleme oder so? Wir haben uns aber dann so gedacht, so ja, wenn es etwas ist, dann wird er es uns schon sagen. So, wir hatten uns auch so ein paar Schüler, die konnten nicht direkt mit dem Schulstoff weiterkommen, aber die waren auch nicht so schlecht, dass sie zum Beispiel in der Schule gehen mussten, wo man den Stoff langsamer durchnimmt, aber dafür, dass es besser durchnimmt. Verstehst du, wie ich meine? Also einfach, Ja. dass sie es auch verstehen können. Auf jeden Fall gingen die dann so zu dieser anderen Lehrperson, die denen das halt geholfen hat. Und unser Lehrer hat dann auf einmal so angefangen zu richtig laut zu werden, hat so zuerst ein paar Mädchen zusammengeschissen, weil die irgendetwas falsch gemacht haben. Aber wir waren immer noch so am Arbeiten und haben uns gedacht, ja, das ist ein Ding zwischen denen. Und dann hat er aber dann so angefangen zu, ey, hört mal alle zu. Ihr solltet es wirklich alle wissen, damit ihr genau wisst, wie man sich nicht in den sozialen Medien verhält. Und wir dachten so, okay, wahrscheinlich haben sie einfach irgendjemand aus der Klasse ein bisschen gemobbt auf Instagram oder so. Aber was er gesagt hat, war irgendwie anders. Auf jeden Fall ging es so darum, in unserem Klassenchat war so ein bisschen Probleme, ne? So jemand wollte Hausaufgaben. Und wir dachten so, okay, gut, schicken wir ihm halt eben das kurz. Dann senden wir ihm das. Oder ihr, ich weiß gerade nicht mehr. Und sie sagt dann so, ja, danke, war sehr nett von euch. Und wir also, dann so, die Person, die es gesendet hat, ja, bitte, kein Problem. Dann kommt so, keine Ahnung, 10 Minuten später, kommt dann so eine und sagt so, du, fort, du kannst das doch einfach selber machen, wieso machst du es nicht? Und dann brach so ein riesiger Streit aus, die halbe Klasse hat so, die eine, die gemobbt wurde, ja, so eine, die hat so, ne, die wurde verteidigt von denen und die andere Hälfte hat sie wiederum runter versucht zu machen. Und wegen der Monetarisierung darf ich jetzt nicht sagen, was losging oder was für Wörter genommen wurden, aber sagen wir so, es gehören die Hu-Wörter, die A-Wörter vor, die NIG-Wörter kamen vor und alle solche Sachen. Und auf jeden Fall so, am Ende hat sie dann die Gruppe verlassen und am nächsten Tag sah sie zwar eigentlich ganz normal aus und das ist jetzt also nicht angesehen, dass sie das hat, weil sie konnte das ziemlich gut fälschen. Aber dann kommt so der Lehrer dann. Und er hat sie halt wirklich so die Mädchen dann auch noch vor der Klasse zusammengeschissen. Hat ihnen gesagt, das ist so nicht gut. Das ist wirklich das Schlimmste, was sie je erlebt hat. Und wenn wir es nochmal machen, also wenn sie es nochmal machen, könnte er es, wäre es ihm egal, das dem Schulleiter zu melden. Und wir hatten so einen richtig pissigen Schulleiter, was das angeht.
als wenn du ihm gesagt hättest, jo, drei Mädchen haben ein anderes Mädchen auf Social Media geärgert. Der hätte den mindestens 2 Wochen Schulverweis gegeben. Also er war da in solchen Sachen verdammt pissig drauf. Aber auf jeden Fall, ne? Wir waren dann so, okay. Gut, klar, macht man nicht, ne? Und dann hat er sich seinen Stuhl genommen und hat zuerst überlegt, den zu werfen, hat sich dann aber umentschieden, hat ihn hingesetzt, hat den Stuhl geschlagen und dann noch die Schuld an die Mädchen gegeben, dass der Stuhl jetzt kaputt ist. Und jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgeschweift. Bisschen abgeschweift, aber so egal eigentlich. Das kann man einfach gerade so in den Sinn. Ich dachte mir so, ey, das ist ein Podcast, weißt du was, ich kann das hier reinpacken. Dann machen wir jetzt einen Schulpodcast. Ja, weißt du was, wir gehen jetzt einfach auf die Schule. Scheiß drauf, dass das Thema vorhin Social Media war. Wir können noch in einen anderen Podcast Social Media packen. Oh, was hat der noch? Stimmt, einmal hatten wir einen Schulspaziergang, nee, nicht Schulspaziergang, so ein Schullager. Und wir waren zu einem richtig hohen, stuckigen Haus. Der heißt bei uns so der alte Spittel. Vielleicht kennst du den. Der ist hier in der Nähe vom Simplon. Und auf jeden Fall waren wir dann dort so für, keine Ahnung, 4 Tage, glaube ich. Oder 3 waren es. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren wir dort. Und ich habe mir so gedacht, so, okay, wird sicher eine geile Zeit. Und es war auch verdammt geil. Ich will nicht sagen, dass es nicht gut ist, aber dort sind ein paar Momente entstanden, die ich mir einfach dachte, wie kommen die Leute, Menschen auf solche Ideen? Zum einen gab es einen Moment, hat jemand im wahrsten Sinne des Wortes aus dem höchsten Stock ein scheiß Buch rausgeschossen. Ein Buch. Dann haben sie noch die krasse Idee gehabt, die gesamte Bettdecke aus dem höchsten Stock zu werfen. Und irgendwie solche Sachen. Dann gab es einen Moment, hat jemand ein Fenster mit dem Fußball eingeschlagen, weil sie unten Fußball gespielt haben. Dann gab es einen Moment, wo wir am Essen waren und aus irgendeinem Grund kam dann plötzlich der Lehrer, so es war der 1. April zu dem Zeitpunkt, der Lehrer kam so rein und hat so gesagt, die Küche brennt, wir müssen alle abhauen. Wir dachten so, oh fuck, wir müssen ab, wir müssen alle weg. Haben uns also gedacht, scheiße, unsere Sachen können wir vergessen. Rushen raus, den ganzen Hügel hoch, wo wir runter mussten. Und der Lehrer dann so, ja, es ist 1. April, die Küche brennt gar nicht. Und wir uns alle so, das hast du nicht wirklich gemacht. Sind runter, haben fertig gegessen und haben uns einfach gedacht, der Lehrer ist ein Pisser. Was ist Deine einfach. Audio spuckt. Ach, ich hasse mein Mikro. Okay, was hast du nicht verstanden? Was hast du nicht verstanden? Eigentlich alles. Oh nee. Scheiße. Naja, auf jeden Fall, Also okay. alles um deinem Ausflug. Oh nee. Oh nee. Okay, ja gut, ich fasse mal kurz zusammen. Es gab einen Moment, da hat jemand ein Buch aus dem höchsten Stock geschossen. Dann hat jemand ein Fenster mit dem Fuß eingeschossen, weil sie Fußball gespielt haben. Soweit alles mitbekommen. Und dann gab es noch einen Moment, da waren wir alle am Essen. Der Lehrer kam rein, hat gesagt, die Küche brennt. Wir sind alle rausgerusht, den Hügel hoch, wo wir runter mussten. Und der Lehrer dann so, ja, it's just a prank. Perfekt. Also bei uns im Skilager, da waren wir in der letzten Nacht, war die Hölle los. Zwei Jungs gingen in das Mädchenzimmer, bis dann ein Lehrer kam. Der Lehrer war aber so ein Ehrenmann, der hat das den anderen Lehrern nicht gepetzt, sondern für sich behalten. Oha. Der eine Junge hat den anderen Junge angefurzt. Der eine Junge hat den anderen mit Edding vollgemalt.
Also es war die Hölle los. Okay. Es stimmt, in einer Nacht ist bei uns auch so, gut, wir hatten noch so eine halbe Stunde mal Lesezeit. Und da hat so ein Kollege, der hatte die ganze Zeit so einen Schlafsack mit. Und der hat irgendwo noch einen anderen Schlafsack gefunden. Und den hat er sich ins Bett genommen. Also das war schon von sich ein Schlafsack, der hat wohl irgendwie zwei eingepackt. Ich weiß nicht ganz. Okay, du hast mich mal wieder, ne? Jetzt hörst du mich wieder, glaube ich. Ja, hier stockt dem noch. Ich weiß nicht, was gerade das Problem ist. Vielleicht wegen Discord und OBS kann gut sein, aber auf jeden Fall, ich hatte so einen Kollege, der war so, ey, ich habe zwei Schlafsäcke aus irgendeinem Grund mit. Warum tue ich dann nicht so, als wäre ein Schlafsack eine Frau und ich fick die gerade? Warum? Keine Ahnung. Aber der Typ so, ja, weißt du, ich tue so, als wäre das eine Frau und ich fick die gerade. Okay. Und ich habe wieder so gedacht, so, eigentlich finde ich das verdammt dumm, aber irgendwie auch komplett funny. Unsere Klasse hat auch einen komplett kaputten Humor. Die finden auch alles lustig. Okay. Am meisten lustig finden die Sassi-Sachen. Okay. Mein Mikro hat sich gerade einfach fast von selbst verabschiedet, aber oha. Okay, ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Aber ich habe eine Klasse, bei der ist schwarzer Humor extrem beliebt. Bei uns eher eben das alles sass ist. Zum Beispiel gingen wir einmal ins Schwimmbad. Dann hat der Lehrer gesagt, so, also ihr könnt jetzt euch bis um diese Zeit frei bewegen, aber es gibt eine Regel, spritzt niemanden was. Das Okay. hat die ganze Klasse lustig gefunden. Okay. Okay, ich glaube, ich habe jetzt das Mikrofonproblem gefixt, hoffe ich jetzt mal. Ei, aber genau, oh mein Gott, weißt du, wo ich meinen allerersten Salto gemacht habe? Sein allererster was? Mein allererster Salto. Frontflip. Aha, Salto, ja. Ja. Den habe ich no joke nicht auf einem Trampolin gemacht. Den habe ich auf einem Bett gemacht. Wir waren im Schullager. Das war in der 6. Klasse. Wir waren im Schullager. Und wir hatten so richtig springende Betten. Und wir haben das alles zusammengefügt, um so einen richtig geilen Art Trampolinpark zu bauen. Nur halt ohne Trampolin. Und die haben so gesagt, so, ey, der Erste, der hier einen Frontflip hinbekommt, von denen, die keinen können, die kriegen so einen Fuffi. So einen richtigen 50er-Schein. Und ich dachte mir so, Digga, ich muss das hinkriegen. Und dachte mir so, scheiß drauf, ob ich mir jetzt das Genick breche. Ich mache jetzt einen Versuch und hab dann einfach First Try hinbekommen. Also auch mit Stehen. Ja, mit Stehen. Immer wenn ich einen Frontflip mache, lande immer auf dem Hinterteil. Ich habe das aber auch nur dann hinbekommen zu stehen. Alle anderen Male lande ich immer auf dem Hinterteil, genauso wie du. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Oh, scheiße, habe ich meine Kamera? Ne, meiner Und Kamera geht's noch gut. ich weiß auch nicht, was ich besser machen könnte. Das geht mir aus. Ich denke so, Digga, was mache ich denn falsch? Aber ich krieg's nicht hin. So, ich mache einen Frontflip, ne? Also, du bist in der ganz normalen Frontflip-Haltung, bist so kurz davor, einen Frontflip zu machen. Und ich mache dann so, hui. Aber irgendwie denke ich dann meinen Körper so nach der Drehung so, nee, deine Beine sind unwichtig. Ja, ist so. Hast du auch so einen Schüler in der Klasse, der ein Sandwich zur Hälfte auf isst, den Rest in den Müll schmeißt oder einfach verpackte Snickers-Riegel in den Müll werft?
Nee, habe ich nicht. Das haben wir. Okay. Warum auch immer schmeißt er immer noch verpackte Sachen in den Müll? Oder schmeißt einfach so Müll in die Umwelt? Also, was wir in Und der das. Klasse haben. Nee, warte, sag du zuerst fertig. Und das Lustige ist, er selber, er ist Bauer, Landwirt, ein Landwirtkind. Und er sollte wissen, dass das für die Umwelt nicht gut ist. Ja, Er macht's trotzdem. eigentlich schon. Aber wir haben es eigentlich in der Klasse. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee gekommen ist oder wieso er das macht, aber wir haben es in der Klasse. Der kommt rein und aus irgendeinem Grund ist das erste, was er macht, er nimmt ein Papierknüdel und schmeißt es irgendeinem Rando an. Egal, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, er schmeißt das denen einfach an. Also er kommt rein, Perfekt. ja, der kommt so rein, schaut so in die Papiersammlung, die wir so haben, denkt sich so, okay, nehme ich, knüllt das zusammen und schmeißt das jemandem an. So grundlos. Ja, also einmal wollte ich in der Schule kurz auf die Toilette. Dann war einfach in der Toilette diese Klobürstenhalterung mit der Klobürste drin in der Toilette. Oha. Oder was bei uns in der Schule auch nicht so unüblich ist, einfach in den Mülleimern so halt so Schnupptabak. Okay. Also was bei uns aus irgendeinem Grund voll häufig passiert, und ich weiß nicht, wie dumm sie sich anstellen, aber bei uns werden voll viele auf den Toiletten immer erwischt beim Vapen. Also bei uns gibt es viele, bei uns gibt es in der Schule viele, die Schnupftabak nehmen oder einfach Nuss oder rauchen oder vapen. Also ich weiß nicht warum. Ich verstehe auch nicht so. Also meine persönliche Meinung zu Drogen ist nein. Definitives Nein. Bei mir auch. Also no joke. Wenn man mich irgendwo mal sehen würde mit Drogen, dann bin das nicht ich. Ja gut, aber Meine Meinung zu. Alkohol ginge ja noch. Ja, eben Alkohol meine ich so, ja gut, geht noch. Aber so, sobald es dann wirklich ins Extreme fällt. Für mich ist schon extrem, wenn du wirklich anfängst zu rauchen oder schnupfen oder whatever, dann ist es für Ja, mich einfach Schnupfen ist so. doch nicht so schlimm. Ja, aber trotzdem, dann wär's für mich einfach so, nee. Also ich habe erst einmal in meinem Leben erst einmal geschnupft. Das mache ich nie wieder. Ich habe noch nie. Also egal, was mit Drogen zu tun hat. Ich kam noch nie wirklich in Kontakt damit. Du hast auch noch nie einen Schluck von deinem Vater oder so Bier getrunken oder so. Nee. Warte, Noch nie. warte, warte, aber ich hab gleich eine andere Story dafür, aber warte kurz, warte noch kurz. Auf jeden Fall so, ne? Und ich bin halt auch so der Meinung so, wenn du vapest, dann vape im Freien. Weil wir haben so viele Leute in unserer Klasse. Die vapen literally alle 5 Minuten während der Stunde. Und es wäre mir ja egal, wenn sie das machen. Aber weil der Scheiß so extrem stinkt, nervt mich das extrem. Ja, du läufst an einer Gruppe vorbei, du denkst dir so, oh Scheiße, die rauchen irgendetwas, die sind bestimmt gefährlich, dann riechen die einfach nach Gummibärchen. Ja, eben, aber ich meine so, wir haben so die Leute, wir haben so drei Typen so, würde ich jetzt nur sagen, in unserer Klasse. Die brauchen jeden Tag ein neues. Und die haben nicht irgendwie so einen Geschmack, so wie
keine Melone oder so, dem einfach eines, das komplett stinkt und gut ist. Dann haben wir die, die sind vorsichtig damit. Also die vapen nicht viel, vapen aber trotzdem, sind vorsichtig damit, was ich sehr appreciate. Und sie schauen auch, dass es wirklich noch im gesunden Bereich liegt. Und sie schauen auch so gut wie möglich eins zu nehmen, das nicht stinkt. Und dann haben wir die, die rauchen zwar während dem Unterricht, aber nicht so, dass man es erstens merkt und zweitens, dass es stinkt. Ist es bei euch auch so, dass wenn ein Lehrer oder so aus dem Klassenzimmer rausgeht, dass dann die Hölle los ist und dass jeder ans Handy geht? Also die Hölle los, ja. Ans Handy gehen vielleicht zwei Leute, weil der Rest einfach keinen Bock hat, das rauszunehmen. Aber ich bin halt so jemand, wenn der Lehrer rausgeht, bin ich nicht so, ey Party, ich bin eher so, egal, lass mich einfach in Ruhe arbeiten und du bist gut mit mir. Weil ich habe so keinen Bock, irgendwie Arbeit zu vernachlässigen, nur weil der Lehrer gerade nicht weg ist. Oder einmal war eine Stunde der Lehrer nicht da, weil er musste zum Arzt, dann hatten wir zwar Aufträge, aber die meisten, also es gibt so zwei, drei, die haben gearbeitet, der Rest hat einfach zum Beispiel geschmuckt oder die einen haben einfach ein TikTok aufgenommen. Was? So getanzt und so. Die haben TikTok aufgenommen. Ja, ich dachte mir so, Digga, tanz doch nicht so, wir haben keinen Sportunterricht. Naja, also bei uns gibt es aber wirklich so eigentlich so niemand, der wirklich ans Handy geht. Wir haben so die paar, die jetzt gerade aus dem französischen Bereich kommen, hier aus der Schweiz. Die dürfen es benutzen, weil ja, die verstehen halt fast gar nichts. Aber ansonsten ist es eigentlich wirklich komplett verboten, hier wirklich irgendwie ein Handy zu benutzen. Ja, also bei uns ist es so, beim Schultablet, wir dürfen das nur benutzen, auch über den Mittag, wenn wir in der Schule bleiben, wenn wir die Erlaubnis der Lehrer haben. Okay. Aber wenn man erwischt wird, wird das über, glaube ich, 24 Stunden eingezogen. Okay. Aber jetzt eben noch mal kurz zur Sache mit dem Alkohol vorhin. Das Ding ist so, ne, eigentlich habe ich nie wirklich Alkohol gehabt. Das einzige Mal, als ich Alkohol hatte, war letztes Jahr in der Schule. Und jetzt denke ich irgendwie falsch. Sondern das Ding ist so, wir hatten so dieses Schutzengelspiel und so. Unsere Klassenlehrerin bekam so ein Stück, so eine Schachtel Pralinen. Und weil der Schutzengel von mir und meinem Kollegen an dem Tag einfach mal so krank war, auf ganz, ganz speziell so, hat sie uns so beiden so eins angeboten. Wir so, natürlich gerne. Nehmen das dann so. Denken uns so, ja, die geben uns ja schon Acht, ne, dass da nicht Alkohol oder so drin ist. Schaut uns auf die Rückseite der Packung, als wir es schon im Mund hatten, denkt sich so, oh scheiße, da ist Alkohol drin. Perfekt. Und wir beide so, okay, I guess. Nehmt's aber nicht raus, schlucken es und denkt uns einfach so, alles klar, 0,1 Milliliter Alkohol gehabt. Geil, Alter. Den Rest ja. Du wirst ja von 0,1 Milliliter nicht gerade besoffen. Nee, eben nicht. Zum Glück. Zum Glück, ja. Stell dir vor so, du wirst so davon betrunken, kommst du betrunken nach Hause und deine Mutter so, wieso bist du denn betrunken? Was hast du gemacht? Eine Schokolade gegessen. Ich habe so eine Schokolade von der Lehrerin bekommen, die hat mich jetzt betrunken. Genau. Ich weiß aber noch so, wie die Lehrerin sich dann so gedacht hat, so, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, ich habe meine Schüler Alkohol gegeben. Fuck, ich kann davon gefeuert werden. Und ich und mein Bruder, ich und mein Kollege, die absoluten Cheese, hätten uns so,
Nee, kein Problem, Digga, wir sagen nix. Wir sagen nix. Ja, der Lehrer, der die Jungs, die bei den Mädchen waren, nicht verpfiffen hat, die hatten einfach dem Lehrer eine Portion Pommes gegönnt. Oha. Ey, Pommes. Oh, jetzt hab ich Hunger. Fuck. Hunger. Oh, wie lange geht eigentlich die Folge? Jetzt schon fast 50 Minuten. 45 Minuten. Holy shit, Digga. Ja, aber nun ja. Digga, ey, es ist so geil, was alles in der Schule passiert. Ich denke mir manchmal Ja. so, ne? Ich denke mir manchmal so wie in meinem Kanal so, ey, es wäre so geil, wenn ich jetzt eine Kamera dabei gehabt hätte, um das aufzunehmen. Das wäre so geil gewesen. Ja, ne? Vor allem so, wir hatten so auch noch so einen Moment, da wurde so ein Pult geworfen, im wahrsten Sinne des Wortes geworfen. Und ich dachte mir so, ich hätte jetzt eine Kamera gebraucht, hätte das auf, keine Ahnung, TikTok oder so hochgeladen, mir gedacht, der, das muss durch die Decke gehen, aber nee, natürlich nicht. Natürlich habe ich keine Kamera dabei, die ich benutzen kann. Also, ich muss dann gehen. Ja, dann tschüss. Ja. So, Freunde, Like und das Video. genau, Freunde, like das Video und abonniert den Kanal. Und schaut auch bei Kartongi vorbei, der macht verdammt Ja. gute Best-ofs. Dankeschön. Bitte. Also. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und ich würde jetzt sagen, meine werten Damen und Herren, beende jetzt das Video mit dieser wunderschönen Hintergrundmusik und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen dieser werten Podcast-Folge. Ich weiß, ein bisschen scheiße, dass leider das in die Portal-Folge eingeflossen ist, aber kein Problem, Freunde. Ich verspreche euch, die nächste, die wird wieder gut und damit. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, Kamitendo. Und vergesst nicht das ehrenwerte Abo. Haut rein. Ciao, ciao.